Moin! Hi, moin! Na? Klar habe ich noch was zu futtern. Ich habe hier noch diesen noch Foodtruck, noch ganz viel abgepacktes Zeug. Wie klingt das? Kaffee, Eistee, Grünkohl mit Kartoffeln, Pulled Pork, Yellow Burger meine ich, Pulled Pork könnte ich auch, wenn du willst. Fassbrause, ich weiß nicht, was Fassbrause ist. Kann ich liefern? Ist ja kein Alkohol, ne? Ich habe keinen Plan. Ja, das weiß ich nicht. Ghost Cupcakes habe ich. Schnitzel mit Pommes. Yellow Tea. Frikadellen. Ja, und ja, cool. Soll ich da einfach mal vorbeikommen und dann guckst Mach du rein alles, und dann. Ja. Alles. Also, wir brauchen auch viel trinken. Ja, wir haben letztes Mal hier irgendwie 90 Essen und 90 Mal trinken im Kühlschrank und das ist so gefühlt. Oder 60 und das ist gefühlt binnen 5 bis 7 Tagen durch. Ja, alles klar. Dann geht das an dich oder geht das an deine Arbeitgeber? Ich leg's aus und krieg's von meinem Arbeitgeber erstattet. Sicher? Sicher. Ja, dann mache ich eine kleine Lieferpauschale oben drauf. Ja, na, warum auch? Soll ich dir einfach einen Riesen... Das letzte Mal hatten wir beim Irish Pub 5000 bezahlt. Ja, das kriegen wir hin. Ja, dann schnür ich dir ein Riesenpäckchen, ja? Super. Aber ich krieg das... Ach, gib mir eine Viertelstunde. Ja, okay. Brauch auch noch ein bisschen, bis ich da bin. Sag Bescheid, wenn du da ja. bist, ne? Aber ich hab nicht von allem genau 20, ne? Das macht nichts. Du bringst, wir räumen rein. Und dann machst du Rechnung und ich zahle das und erstatte. Das ist gut. Ja, alles klar. Super, so machen wir das. So klingt das doch gut, ne? Alles klärchen. Dann bis gleich. Ja, dann ist doch in der Familie. Hier, wir haben gestern keinen erreicht und jetzt nehme ich den ersten, den hier reicht. Ja, natürlich. Klar, ich hab doch. Muss weg, der Scheiß. Ja, so sehe ich das auch, ne? Ist alles noch eingeschweißt, ne? Ist noch vom Vorbesitzer tiefgekühlt ja, und so. Ja, solange es nicht grün ist, nehmen wir es. Nö, das sieht in Ordnung aus. Sehr gut. Ist jetzt kein Datum drauf, aber ich glaube, das kann man noch essen. Ach, das wird. Alles klärchen. Soll ich auch gucken, was ich noch so an Getränken... Ach, ich guck einfach. Ich bring dir was mit. Ja, guck mal, was du an nicht alkoholischen hast, die ein bisschen was weißt du. Ja, das stimmt. Leider nein. Gut, ich pack was zusammen und dann melde ich mich gleich. Super, bis gleich. Bis gleich. Tschö. Hi. Ich bin dann auf dem Weg. Ich auch. Sind so bummelig 6.500. Ja, alles klar. Ist ja nicht viel für euch, ne? Super, alles klärchen. Dann bis in 5 Minuten. Bis in 5 Minuten? Ja gut, ich warte. Sag mal, du bist doch gerade noch beim Yellow, ne? Gerade noch vom Hof gefahren, ja, wieso? Ja, kannst du mir noch einen Verbandskasten von der SkyMall mitbringen? Ja, kann ich machen. Super, bis gleich. Bis gleich, tschö. Hi Karl! Moin Moin! Essen! Sehr gut. Herr Fox, das ist mein Bruder. Hallöchen. Ach, das ist Ach, Karl der Bruder, Fingers. Für den Sie die Bücher machen. Genau. Schönen guten Tag, Herr Fingers. Schönen guten Tag, Herr Fox. Mr. Fox. Freut mich. Da ich natürlich, da die Kühlschränke gefüllt werden müssen und keiner erreichbar war gestern und auch heute bisher nicht wirklich, dachte ich dann, mein Bruder hat genauso eine Gastronomie. Ja, dann helfe ich ihm aus. Dementsprechend, komm mal mit, ich mach dir mal den Kühlschrank auf. Dip, 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 dip. Da. Hier ist der Kühlschrank. So, ich muss noch ein paar Mal laufen. Ja, soll ich dir tragen helfen? Ja, kannst du machen. Soll ich dir, ist dir das Wurst oder soll ich dir eben erzählen, was ich mitgebracht habe?
Ich guck gleich rein, wenn du fertig bist. Alles klar, dann lass mich das hier mal unterbringen. Oh nein. Oh nein! Was? Jetzt sind mir die Pulled Pork Burger runtergefallen. Hat keiner gesehen. Oh, dann muss ich sie aus der Rechnung nehmen. Wie viel sind dir denn runtergefallen? 36. Nein! Ja, ich dachte, ich hätte den Kühlschrank schon auf. Ja, dann verringert sich die Rechnung gerade. Ein bisschen. Oder du lieferst sie nach heute Abend. Das kann ich auch machen. Ich kann 40 nachliefern, soll ich? Ja, dann lieferst du heute Abend nach. Das wird hier sowieso gegessen. Gut, dann mache ich... Ich habe gerade eingekauft, dann kann ich 40 nachliefern. Sehr gut. Und das 6, 5, 9, 5, so. Gut, dann mache ich das am besten gleich direkt im Anschluss. Also nochmal... Yellow Burger, Frikadellen. Ich gebe dir schon mal den Verbandskasten. Super. Wie viel waren das? Kriegst du nochmal? 250, das geht schon. 250? Warte. Guck mal, ob ich so viel Geld auf Tasche habe. Da. Ah, danke. Bitte. Gut, dann komm mal mit. Ah. Wo kommen wir denn hier raus? Ah, hier. Hm? Hier lang. Hm? Hier, da ist die Tür. Ich weiß nicht, wo du parkst, aber hier ist die Tür. Achso. Helf dir tragen. Ach, guck mal, die Sonne ist rausgekommen. Ja, war eben ja noch ein bisschen nebelig. Ja, ist immer noch, aber wird besser. Ja, kann ich gleich wieder in die Sky Mall. Aber ich sollte das Zeug sowieso auf Vorrat machen, das geht so gut weg. Ja, mir ist nämlich eben aufgefallen, dass ich im Roller keinen Verbandskasten habe. Ja, ich weiß auch nicht, in welchen Autos welche sind und in welchen nicht. In allen anderen ist, glaube ich, welche, also jedenfalls zu mir gehören. Ja, bei mir ist das nicht so klar. Aber wann braucht man die schon? Bei der Polizeikontrolle. Ja, eben. Und wie hoch ist die Gebühr? Weiß ich nicht. Bestimmt unter 250 Dollar. Müssen wir einen Fox fragen. Der könnte das wissen. So. Alles klar. Dann nehme ich jetzt hier den grünen. Ich nehme alles an Essen. Hast du alles da drin ist für uns? Nein, nicht alles. Pass auf, du kannst dir das Wasser rausnehmen. 30 Wasser. Hm? Ja, ich muss ja warten, bis du fertig bist. Achso, gut. Aha, kannst du mir das rüberreichen? Ich müsste mich einstempeln, um ranzukommen. Ja, machen wir gleich. Warte, ich schieb mal was in meinen Taschen hin und her. Ärgerlich mit den Burgern. Ja. Kartoffel. Eistee. Fassbrause, Wasser, wie viel Wasser hatte ich veranschlagt? 30. Oh, habe ich dir schon gezeigt? Ich habe einen Ring geschenkt gekriegt. Aha, von wem? Von Tobbe, hier. Wie von Tobbe? Hä? Ja, zeig warte. Mal. Hier, da, siehst du hier, mit Diamant. Oho, aha, lass mich mal gucken. Mal gucken. Oh, das ist aber ein schöner Stein, der glitzert aber so gut. Heißt das, der hat den Antrag gemacht? Wann ist die Hochzeit? Nein, das ist ein Partnerschaftsring. Ein Verlobungsring? Nein, ein Partnerschaftsring. Das ist quasi das Versprechen, dass irgendwann in diesem Jahrzehnt noch eine Verlobung und eventuell eine Hochzeit folgen wird. Was? Willst du mich jetzt verarschen? Nein. Ist das so eine Scheiße wie diese Teenager-Kacke mit diesen Enthaltsamkeitsringen? So würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Also er hat dir versprochen, dass er dich vielleicht irgendwann mal innerhalb der nächsten 8 Jahre heiratet? Ja. Oder dass er dich garantiert innerhalb dieser 8 Jahre heiratet. Also das ist das Versprechen, dass er mir irgendwann innerhalb dieser 8 Jahre einen Antrag zum Heiraten machen wird. Also einen Verlobungsring gibt. Das ist quasi ein Versprechen, dass es irgendwann einen Verlobungsring gibt. Also quasi ein Coupon. Ein Partnerschaftsring. Ein Partnerschaftscoupon.
Ja. Vielleicht einzulösen, wenn wir bis dahin nicht bankrott sind. Das klingt jetzt hart, wenn du das so sagst. Ja, aber so ist es doch. Was ist denn das für eine Scheiße? Das klingt aber hart, wenn du das so sagst. Wie alt ist denn der? 5? Nein. Er kann dir doch auch einen Verlobungsring schenken und dich dann nicht heiraten. Da braucht er doch nicht diesen Extraschritt. Mehr Ringe für mich? Gut, ja. Würde Mama auch so sehen? Mama darfst du das bloß nicht erzählen. Ich finde das jetzt knickrig, ehrlich gesagt. Da ist ein Diamant drauf. Ja gut, drückt er sich jetzt hier um die Verantwortung oder was? Ich meine, was spricht denn gegen eine Verlobung? Das ist schon mal ein großer Schritt für ihn. Ja, weißt du was, vielleicht ist das... Jetzt schieb mir mal das Essen nebenbei. Vielleicht ist das ganz gut so, dass du die Lusche dann nicht heiratest. Was soll das denn heißen? Ja, krieg das noch nicht mal gebacken, dir einen Verlobungsring rüber zu schieben. So, hier sind ein paar Schnitzel. Danke. Und dieses Grünzeug, was immer das ist, kannst du auch tragen. Ja. So, gucken wir mal, was hier noch ist. Ich werd nicht mehr, ey. Kann doch wohl nicht angehen. Also ich kann noch ein bisschen was nehmen. Ja, das reicht mir aber. Wasser. Kriegst du den Rest mit? Ja, das passt. So. Ja, und die Burger lieferst du heute Abend nach? Nee, das mache ich gleich noch. Alles klar. So, dann einmal abschließen und Täschchen nehmen. Aber du schießt jetzt auch hart, ne? Ja, was ist denn das für ein Mann, bitte sehr? Ein Coupon? Ein Gutschein? Du bist meine Schwester, du bist doch wohl mehr wert als ein Gutschein. Das ist schon mal ein Schritt weiter, als Mama je war. Die hat wenigstens Kinder geschenkt bekommen. Vielleicht will ich ja keine, nachdem ich mir die Gören von unserer Schwester angeguckt habe. Das ist unfair, das kannst du nicht vergleichen. Was, die 5 Belger kann ich nicht vergleichen? Sie hat viel getrunken in der Schwangerschaft. Ja, in 5. Ich will damit sagen, Kinder können auch nett sein. Aus unserer Familie? Wenn du das so eingrenzt, ne, wenn du da so engstirnig bist. Was heißt, ich bin engstirnig? Nicht alle Kinder sind scheiße, will ich damit sagen. Ja, deswegen muss ich keine eigenen haben. Da, warte. Da. Nüsse Pommes. Ach, kann ich mir gleich ein paar Yellow Burger mitnehmen. Yellow Frikadellen. Ja, tu mal rein. So, hier Cupcakes. Yellow Tea. Wasser. Eistee, Kaffee. Insgesamt sind das 40 Pulled Pork Burger, 48 Yellow Burger, 30 mal Wasser, 24 Yellow Tea, 20 Frikadellen, 20 mal Kaffee, 20 mal Eistee, also frischer Eistee, 19 Schnitzelpommes, 20 Cupcakes und 19 Grünkohl mit Kartoffeln. Was immer alles das ist. Klar. Wie viel? Also falls du auch noch Getränke mitbringst, wie viel kriegst du? Herr Fox, wir haben wieder Kaffee. Wie bitte Kaffee? Wir haben wieder Kaffee. Ja. Herr Fingers hat Kaffee gebracht. Ja. Natürlich. Ach, Sie sind doch Profi. Der Und ich verstehe das wirklich nicht. Es ist absolut jedem klar, dass ein Kraftfahrzeug Betriebsstoffe braucht, damit es fährt. Ja. Es ist niemandem klar, so richtig habe ich das Gefühl, dass ein Staatsanwalt Kaffee braucht, damit er ermittelt. Nicht nur Staatsanwälte. Deswegen haben wir jetzt Kaffee. Der amerikanische Durchschnittsburger benötigt mindestens 4 Tassen Kaffee, um morgens überhaupt auf Türen zu kommen. Wissenschaftlich erwiesen. Nicht ganz. Oder mein Morgen ist etwas länger. Das kann natürlich sein. Das kommt drauf an. Wobei die ersten 2 Kaffee nutze ich meistens, um mir einen Plan des Tages zu machen. Die nächsten 2 Kaffee dafür, um aufzuhören, mich zu ärgern von dem, was ich lese. Ja doch, ich glaube, Sie haben recht. Ja. Danach wird es dann erst... Sehen Sie, seien Sie froh, dass Sie nicht in der Mine arbeiten müssen.
Nein, nein, das Gefühl ist kommt anstrengend, hier manchmal auf. Das gibt mein Endoskelett leider nicht her. Tja, meine Knie sind auch schon im Arsch. Gut, ich würde dir eine Rechnung ausstellen. Passt ja, das? Sind dann aber die Unterschenkel relativ lang, wie ich finde. Hm, was? Meine Unterschenkel? Ja. Was stimmt nicht mit meinen Unterschenkeln? Wenn Sie sagen, Ihre Knie sind im Anus, dann müssen die Unterschenkel folgerichtig sehr lang sein, wenn sie eine durchschnittliche Größe, wie ich sehe, haben. Im was? Was hat er gesagt? Er hat gesagt, wenn deine Knie kaputt sind, sind der Rest deine Beine zum Glück ein bisschen länger, damit du nicht aussiehst wie ein Zwerg. Ach so, ja. Hat man mir als junger Mann oft gesagt, dass ich hübsche Beine habe. Aber danke, wäre nicht nötig gewesen. Sind Sie Sportler? Um Gottes Willen. Nein, ich habe Sportverbot. Ärztliches Attest. Ach, guck an. Ja, ja. Aber dabei soll das doch so gesund sein und dann verbietet man Ihnen das. Ja, kaputte Hüften. Müssen Sie verstehen. Jede weitere Bewegung könnte dann noch mehr Schäden in Folge haben. Nicht deswegen. Ihr Fahrgestell scheint ja ganz schön angeschlagen zu sein. Ja, 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 ich habe ja auch hart gearbeitet. Ne? Konnte da der ACLS nichts machen? Hm. Nein, ACLS, das Scherz am Rande. Ja, ach der so. ACLS in Boston funktioniert nicht so gut. Nee. Nein, nein, ich würde rübergehen in die Humaninstandsetzung. Dort könnte es noch Möglichkeiten geben. Ja, na, muss ich mal gucken, was meine Stempelkarte hergibt. Ob das schon gratis. Frau Carter, also ich meine, sie ist Pathologin, aber ich denke, sie hat von dem Herrn Chandler doch einiges gelernt, wie man solchen Problematiken tatsächlich begegnen kann. Na, die Pathologen, die habe ich noch nicht kennengelernt. Das würde mich mal interessieren. Ich bin ja ein großer Fan ihrer Arbeit. Ich schaue ja sehr viel gerne so Fernsehserien in der Richtung. Nachts so. Anatomie, Autopsie. Aha. Ja, der Madendoktor, also in den Geschichten. Mm. Ja, das ist ja ein bisschen so meine Passion. Meine Schwester weiß, wovon ich rede. Ja. Also ich bin ja fest der Überzeugung, jemand, der sich solche Sachen ausdenkt oder aber der es gerne guckt, ist selber sehr, sehr anfällig für diese Thematik. Sie kennen unsere Kindheit nicht. Für Maden? Das, ja, ist richtig. Das beschreibt unsere Küche damals ganz gut. Ja, das ist mir so Neugier. Neugier? Naja, ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe ohne Grund nie Kirchen. Also ich, wie gesagt, frittieren, okay. Frau Wong hat uns wirklich beigebracht, alles jetzt Mögliche das zu frittieren. Los. Ja, nee, aber das ist los. Aber wie gesagt, wenn Sie die Küche gesehen hätten. Also mit dem Fett hat eigentlich alles geschmeckt. Da konntest du einen Schuh reinschmeißen, 10 Minuten Fritteuse, 15, um das alles abzutöten. Das hat immer geschmeckt. Mhm. Wie Ente 10 Köstlichkeiten. Hm. Wir haben damals viel Geld gespart. Du, dann stell mir doch mal die Rechnung aus. Ja, bitte. Dann bezahle ich dich. Das mal machen. Oh, hätte mich vielleicht mal einstempeln sollen, wäre gut gewesen. Ja, yes. Umsonst zu arbeiten ist immer doof. Ich weiß nicht, warum ich das ständig mache. Was? Umsonst arbeiten. Das weiß ich auch nicht. Bin zu nett, würde ich sagen. Also, dann machen wir das mal so. Mit Karte. Ja. Ich laufe nicht mit so viel Bargeld in der Tasche. Außerdem muss es abrechenbar sein. Eine Sekunde, System rattert. Frau Brold, können Sie mich dann gleich noch eben unterstützen, wenn Sie hier durch sind mit dem Herrn Fingers? Ja, gerne. So, ich schreibe das mal hinter. Ich warte vorne, ja? Damit ja, Sie, danke. Damit du willst, worum es geht. Achso, du, geht ja an dich, ne? Dir ist das ja eigentlich Wumpe. Ja, ist egal, schreib's drauf, falls ich es abgleichen muss. Damit ich die Rechnungsnummer übertragen kann ins System. Ja, die Rechnungsnummer kriegst du eh. Ich schreibe mal Essenslieferung noch dahinter. Ja. So, bup. So, da. Warte, ich muss mir das mal aufschauen. 95. Bitteschön. Danke dir. Oh, wie großzügig. Und dann, warte, jetzt muss ich mir mal kurz Geld. Jetzt muss ich es gleich umbuchen, damit ich es hinkriege. Mhm. Ich werde dann jetzt direkt nochmal losfahren und Burger nachmachen, ne? Ja, alles klar. Ich weiß nur nicht, wie lange ich noch hier bin, sonst müssen wir das heute Abend dann mal machen. Ja, kein Ding, aber ich bereite das schon mal vor. Ich hasse es, Schulden zu haben. Ja, das ist cool. Warte mal. Ja, kannst du mir gleich die Nummer diktieren? Warte mal. Nochmal. Die Rechnungsnummer, damit ich das hier... Weißt du, mit zwei Konten... Hier zu agieren ist immer so doof, dann klappt immer das.
kopieren nicht. Warte mal ganz kurz, ich muss was im anderen System nachbasteln. Kannst du mir nochmal die Rechnungsnummer geben? Ja, Moment. Belege. YJI Schräger. Ja. 100 159. Soll ich dir die Rechnung sonst schicken? Nee, ich lösche die eh. Okay. Also ich lösche die eh wieder aus dem System. Das geht nur darum, dass ich das hier... Kann ich auch eine Auflistung schicken der Items? Nö, wenn die die haben wollen, dann kann ich sie nachreichen. Ja, aber im Prinzip ja auch, sieht genau. Man sieht ja, was angekommen ist. Nee, alles klar. Dann schließe ich einmal ab. Gut. Set. Dann bringe ich dich einmal zur Tür. Nach dir. Oh, da muss ich mal schauen. Ich glaube, Kaffee sollte ich dann auf Vorrat haben. Ne? Das kommt ja ganz gut an. Ja, im Zweifel kannst du nochmal welchen nachmachen und mitbringen. Ja, dann muss ich auf jeden Fall nochmal zur Sky Mall. Ich habe jetzt nur das... Ich habe das Kochbuch vergessen. Ah, alles klar. Gut. Dann sehen wir uns später. Dann meldest du dich heute Abend, wenn du fertig bist. Ja, das mache ich. Schönen Tag noch. Man sieht sich. Den wünsche ich auch, Herr Fingers. Auf Wiedersehen. Tschüss. So,